Moin Moin und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Star Citizen, zu einer weiteren Abenteuerfolge mit unserem lieben Captain Odinson hier. Willkommen im Jahr 2024. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet. Ja, was haben wir vor? Ich würde gerne mit euch mal in eine Höhle gehen und dort eventuell ein bisschen Handmining betreiben und vielleicht den einen oder anderen Edelstein rauszuholen. Aber um das zu machen, brauchen wir diese Leuchtstäbe, die man sich hier so an die Klamotte hängen kann und die man vor allen Dingen auch auf den Boden legen kann, um den Weg wieder rauszufinden. Im Zuge dessen habe ich mir überlegt, wir machen vielleicht ein oder zwei Delivery-Missionen vorher und durchsuchen dort die Außenposten nach genau diesen Leuchtstäbchen. Da müssen wir sie nämlich kaufen, weil es ist ein Verbrauchsgegenstand und das Geld können wir uns ja eigentlich schenken. Wenn wir diese Mission machen, kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld dafür und finden vielleicht noch das ein oder andere an interessantem Loot, was wir zu Geld machen können. Ich hoffe, ihr findet den Plan soweit gut. Wir machen also ein oder zwei Delivery-Missionen. Wir müssen mal gucken, wie viel wir finden so beim ersten Run. Und dann gehen wir auf jeden Fall mal in eine Höhle. Entweder suchen wir uns selbst eine oder wir haben zufällig gerade einen Auftrag, wo wir eine vermisste Person finden sollen. Dann können wir die natürlich annehmen und sind ja dann automatisch in der Höhle drin und können diese nach Edelstein durchsuchen. Ich mache die Kamera aus. Viel Spaß! So, wir sind eigentlich soweit. Wir haben Futter, wir haben was zu trinken, wir haben Waffen, Munition, haben wir alles dabei. Dann rufen wir mal das Schiff und schauen, was es so in der Auftragsbörse an Missionen für uns gibt. So, wir nehmen natürlich die Cutter, welches Schiff auch sonst. Und wir gucken mal. Lieferung. Ja, wir müssen natürlich wieder anfangen, weil es wurde ja soweit zurückgesetzt. Wir nehmen als erstes direkt die erste, oder? Da sind wir nur auf Microtech unterwegs. Müssen zur Notunterkunft und dann zu einer Bergbauanlage. Sollte kein großes Problem darstellen. So, jetzt warten wir noch. Na komm. Wir gehen erstmal zum Schiff. Ich hoffe, das aktualisiert sich jetzt mal langsam. Hangar 4. Scheinen wir wieder den besten Server ausgesucht zu haben. Was ist? Nimmst du das jetzt noch an oder? Oder eher nicht so? Nee, nimmt er nicht an. Nimmt er nicht an. Wir gucken mal rein. Wow, wobei so schlecht läuft das Server gar nicht, ne? Nehmen wir noch mal andere an. Hier eine von denen. Die nimmt er dann sofort. Ja gut, dann, keine Ahnung, scheint die eine da irgendwie verbuggt zu sein. Gut, dann ist es so. Dann versuchen wir es mal auf Calliope. Oder Calliope, wie man es nennt. Stimmt, die Cutter wollte ich ja auch nochmal umtauschen zu diesem neuen Cutter-Modell. Muss ich mal gucken, ob das mit dem Geld so hinhaut, weil ich wollte ja kein zusätzliches Geld investieren in diesen Account. Außer eben ein Starter-Pack. So, haben wir hier irgendwo Funk? Ja, hab. Dann setzen wir direkt mal Kurs auf Calliope. Und zwar, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da. Thank you.
Ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid im neuen Jahr. Oha, das ist ein bisschen eng hier. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Jahr genauso erfolgreich wird wie das alte. Und ich hoffe natürlich, ihr seid gut ins Jahr 2024 gekommen. Habt schön Silvester gefeiert. Habt schön Weihnachten gefeiert. So wie es sich gehört. Dann springen wir mal rüber. Und auf geht's nach Calliope. Dort holen wir das Paket ab. Wir gucken natürlich vorher in alle Gebäude, in alle Kisten, was wir da so sehen. Ob wir da Stäbchen zusammenkriegen. Ich würde gern so 20. 20 würde ich schon gern haben. Da ich nicht weiß, wie groß die Höhle dann sein wird. Und vor allen Dingen, wie viele verzweigte Gänge es da so gibt. Dass wir da auch mit dem Weg wieder rausfinden. Ne? Entschuldigung. Das Klappen. So, wir haben Glück. Es sieht nach Sonnenlicht aus. Beziehungsweise Stanton-Licht, ne? Der Stern heißt ja Stanton. Stimmt, Calliope ist ja der Mond mit dem beschissenen Wetter. Und zwar mit dem richtig schlechten Wetter. Ja, hast du auch echt verloren, wenn du nicht den Überblick behältst, ne? Wegen Höhe und so. Man sieht einfach nichts. Also nach außen an sich geht's. Aber sonst ist das hier echt nicht schön. Freunde, was glaubt ihr denn? Was bringt das Jahr für Star Citizen? Was wird in der Entwicklung passieren? Kriegen wir neben Pyro vielleicht noch ein Sternsystem? Schaffen sie es endlich, Server-Meshing online zu bringen? Was sagt ihr? Wird das was? Oder wird das wieder ein, naja, nennen wir es mal Durststreckenjahr in der Entwicklung von Star Citizen? Und vor allen Dingen, was glaubt ihr? Kommt Squadron 42 dieses Jahr? Vielleicht in der Beta, vielleicht in den Release? Oder wird das noch was dauern? Da bin ich auf eure Meinung wirklich mal gespannt. Ich persönlich sage, dass Squadron 42 dieses Jahr nicht erscheint. Wenn, dann zum Weihnachtsgeschäft, aber ich glaube nicht. Und, ja, Server Meshing wird auf jeden Fall kommen, bin ich ziemlich von überzeugt. Pyro kommt auf jeden Fall. Und, ja, noch ein Sternsystem halte ich eher für ein Gerücht, glaube ich nicht, dass sie das auch noch hinkriegen. Aber es wird diverse neue Raumschiffe geben. Klar, natürlich. Die Verkaufsmaschinerie muss ja weiterlaufen. Bin gespannt, ob da ein paar interessante Schiffe dabei sind, die mich auch interessieren. Oder dass eher so Großkampfschiffe werden, die ja, ich sag mal so, für einen Singleplayer oder einen Solo-Spieler oder jemanden wie mich, der vielleicht mal mit einem zweiten oder dritten spielt, dann doch eher uninteressant sind. Aber ich lasse mich überraschen, was da so kommt. Ich werde da gar nicht groß in die Schiffspipeline gucken. Weil das ist alles so, ja, schön. Aber es muss ja auch released werden. Ne? Es muss ja auch funktionieren. Von daher sollen die sich da die Zeit nehmen, die sie brauchen. Ich würde sagen, wir fangen hier in dem Gebäude an. Und gehen dann einfach in jedem Gebäude. Mal schauen. Guckt euch dieses Sauwetter an. Ja, das ist doch nicht schön, oder? Das ist doch einfach nicht schön. Schwerkraft ist natürlich geil, wenn man hier so rumhüpfen kann. So. Und da geht es schon los. Ne? Da geht es schon los. Rote Kisten.
Läuft. Läuft schon. Der ist, glaube ich, schon über 6000 wert. So, hast du hier noch irgendwas, mein lieber Herr Kollege? Sieht nicht so aus, ne? Schade. Dann lasse ich dich wieder in Ruhe. Was? Hast du keine Lust, durch dieses Sauwetter zu laufen? Boah, ich kann doch nicht mal sprinten hier, ne? Ja, genau. Leg dich erstmal aufs Fressbrett. Bin ich über einen Stein gefallen oder was? Na, jetzt geht's wieder. Hm. Guck mal da. Da ist Microtech. Hm. So, hier ist der Fahrzeugspawn. Gucken wir auch mal rein. Da ist meistens auch eine graue Kiste drin. So. Ja, da steht eine. Guck mal, da haben wir schon mal drei Stück. So, die sind nichts wert tatsächlich. Die habe ich, kann ich für ein Credit verkaufen, obwohl das, ich sag mal, das original gelbe Multitool irgendwie 370 oder sowas bringt. Auch irgendwie verrückt, ne? Nur weil das anders lackiert ist, ist das nichts mehr wert. Können die mir doch nicht erzählen. So, da haben wir schon mal drei Stäbchen. Weil die kosten ja auch Geld, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir suchen uns die hier zusammen. Verdienen dann noch ein bisschen Geld mit den Paketen. Und dann müssen wir dafür nichts ausgeben. Weil die bleiben ja eh vor Ort liegen. Ich meine, ich glaube, man kann die auch wieder einsammeln, aber wenn die einmal aktiviert worden sind, kann man die, glaube ich, nicht mehr ausschalten. Dann brennen die quasi aus und ja, sind dann nutzlos. Wie es halt mit Knicklichtern so ist. So, hier haben wir wieder Rüstungen, Rüstungen, Rüstungen. Das ist immer gut. Können wir vielleicht eine von anziehen, wenn wir in die Höhle gehen. Dann müssen wir unsere gekaufte Rüstungen nicht aufs Spiel setzen, falls wir nicht mehr rauskommen. So, das war's schon. Das ist aber auch ein bisschen überschaubar hier, ne? Ein bisschen wenig. Bisschen wenig Zeug. Da werden wir wohl noch eine Mission im Anschluss machen müssen. So, da ist jetzt kein Gebäude mehr. Ist jetzt nur noch da, wo das Päckchen auch drin ist. Ja, gut. Dann ist das so. Wir dürfen das nur nicht vergessen, ins Schiff umzuladen. Das passiert mir regelmäßig. Was haben wir hier? Zwei, drei. Und was zu trinken. Ja, die Multitools ist wirklich schade drum. Und wir nehmen noch mal eins mit. Als Ersatz. Aber die sind halt einfach nichts wert. Päckchen, das nehmen wir gleich mit. Eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Und nochmal sieben. Ja, genau. So mag ich das hier. So mag ich das. So. Sind wir schon bei 13 Stück. Finde ich gut. Ja, machen wir nur noch eine danach. Dann sollten wir unsere 20 voll haben. Eventuell ein bisschen mehr. Aber mehr schadet ja auch nicht. Ich hoffe, wir können die auch alle mitnehmen. So, Päckchen. Hier ist der Ausgang. Dann bringen wir das doch mal an sein Zielort. Vielleicht reicht es auch schon, dass wir dann genug haben, um dann beim nächsten Mal in die Höhle zu stürmen und uns elendig da drin zu verlaufen. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Ein Rucksack voller Diamanten. Und wir verlaufen uns da drin. Garantiert. Es sieht schon irgendwie gut aus hier, ne?
Also Calliope, trotzdem scheiß Wetter, es sieht irgendwie, gut aus. Guck mal, der grinst sich ein zurecht. Ja. Ja, du weißt, da kommen die Credits rein. So. Platzieren. Du sollst das platzieren. Gut. Bevor wir es vergessen. Fahrzeug. Alles bitte. Du sollst das alles rüberpacken. Ach Gott, ey. Nee, Server laufen wieder gut. So, bleibst jetzt alles da drüben. Lass es jetzt drüben. Was ist los mit dir? So, er hat es verstanden. Nee, läuft nicht besonders rund, der Server, muss man sagen. Na, an solchen Geschichten erkennt ihr immer, oh, da ist irgendwas im Hintergrund nicht ganz koscher. Solche Interface- oder Inventartransferiergeschichten nicht klappen. Oder hier Eingabegeschichten zu lange brauchen. Immer ein Zeichen dafür. Da läuft irgendwas nicht so rund. So, wir gehen auf Höhe, würde ich sagen, und springen direkt den Posten an. Der ist ja auch hier. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir sein müssen. Aber ich glaube, das reicht schon. Ja. Dann bringen wir es mal in die Forschungsstation. Könnte sein, dass das keine waffenfreie Zone ist. Wir müssen da wieder ein bisschen aufpassen. Und es könnte sein, dass es dunkel ist. Natürlich ist es dunkel. Völlig klar. Wir sollten auf jeden Fall bewaffnet dann in die Höhle gehen, denn wir könnten da auch NPCs begegnen, beziehungsweise auch anderen Spielern. Na, da müssen wir da so ein bisschen aufpassen, dass wir dort nicht irgendwie überrascht werden. Deswegen auf jeden Fall immer bewaffnet in die Höhle rein. Ganz klar. Niemals unbewaffnet. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr Höhlen anspringt, die sowieso einen Marker haben. Dann ist das Risiko doch sehr hoch, dass da andere Spieler sind. Wenn ihr Höhlen anspringt oder trianguliert, die keinen Marker haben, über die Webseite, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, womit ihr ja navigieren könnt, dann ist das Risiko natürlich geringer, dort andere Spieler zu treffen. Aber NPCs können immer da sein. Na, also immer schön Vorsicht walten lassen. Ja, es sieht aus, als wäre da kein Stützpunkt, also kein Landepad. Oder? Oder doch? Doch, ich glaube schon. Doch, doch, alles gut. Ich habe gedacht, das wäre so ein kleiner Posten. So. Dann bringen wir mal das Paket weg und machen nochmal eine kleine, ja, Erkundungstour hier durch die Anlage.
finden wir sicherlich noch das eine oder andere, was wir gebrauchen können. Aber so könnt ihr euch eure Ausrüstung zurecht suchen, ohne auch nur einen Credit ausgeben zu müssen. Im Gegenteil, ihr verdient ja sogar noch Geld, wenn ihr das in solchen Paketmissionen kombiniert. Immer eine sinnvolle Sache. Die Ausrüstung ist zwar nicht das Beste, ihr findet hier keine Waffen, zumindest in den waffenfreien Gebieten nicht. Aber Rüstungen, Essen, Trinken, das ist ja schon mal ein bisschen was. Ja, hier, hi, ich hab was für dich. Hier rein, ja? Okay. Rein damit. Delivery Mission erledigt. Jetzt gucken wir mal rein. Jetzt müssten ja eigentlich die anderen freigeschaltet sein. Ne, sind sie nicht. Sind sie nicht? Wahrscheinlich müssen wir wirklich die hier machen. Die verbuggt ist. Hm. Blöd. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Gucken wir uns hier mal um. Da ist was. Schön versteckt in der untersten Ecke. Ah, guck mal, hier nochmal eins. Wir nehmen nochmal was zu trinken mit. Multitool haben wir ja jetzt. Das nehmen wir mit, das können wir verkaufen. Und die Aufsätze nehmen wir auch mit. Die sind auch ein bisschen was wert. Ist hier noch irgendwas, eine Kiste? Nö. Keine Kiste am Start. Gut, nächstes Gebäude. Wo bin ich denn drüber gefallen? Hä? Ist hier gerade jemand reingelaufen? Ich sehe kein anderes Schiff. Hm. Egal. Kann uns hier sowieso nichts tun. Nichts drin. Hier ist was. Ein Rucksack, Helm und ein... Was ist das? Undersuit, ne? Ja. Sehr schön. Ah, guck mal, nochmal 10. Läuft doch, würde ich sagen. Läuft doch. Wie am Schnürchen. Und noch eine Kiste. Aber haben wir auf jeden Fall mehr als genug von diesen Dingern. Ja, nochmal 1, 3... Nochmal Aufsätze. Das können wir verkaufen. Die Hose können wir verkaufen. Ja, easy. Easy. Ja, und dann werde ich mal demnächst ein Anfängerguide für euch erstellen. Quasi von Grund auf. Die ersten Schritte im Verse mit euch durchgehen. Ich kann leider nicht mehr das Tutorial spielen. Aber das halte ich auch für unnötig. Das werde ich euch alles dann im Anfängerguide erklären. Wie kommt ihr zum Schiff? Worauf müsst ihr achten? Welche Tasten braucht ihr? Hauptsächlich die Steuerung erklären. Das Mobiglas erklären. Wie kommt ihr zu den ersten Aufträgen, zu den ersten Missionen? Wie könnt ihr euer erstes Geld verdienen? Und so weiter. Das wird vielleicht ein 2- oder 3-Teiler. Das muss ich mal schauen. Gott. Was ist denn los, Junge? Was fällst du denn hier ständig? Bist du besoffen, oder? Ne, das sind keine Kisten. Hier steht noch eine. Ne, also der kommt dann auch demnächst. Da muss ich noch einiges für aufnehmen.
Aber dann kriegt ihr quasi so ein komplettes, ja, einen kompletten Workaround, wie ihr so die ersten Schritte im Verse macht, wie was funktioniert, damit ihr dann auch zurechtkommt. Klar. Es ist aber wirklich keine Schwierigkeit. Ihr kommt da rein. Macht euch da keine Gedanken. Es ist wirklich... Es sieht alles komplexer aus, als es wirklich ist. So. Haben wir alles, ne? Haben wir alles gegrast, jedes Gebäude. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zurück nach Port Tressler. Und verbringen da die Nacht, um dann richtig ausgeruht zur Höhlenexpedition aufzubrechen. Vielleicht ändere ich das Schiff nochmal. Ich muss mal gucken. Und sonst nehmen wir die Cutter. Die passt auch in viele Höhleneingänge rein. Tatsächlich. Das sehen wir aber dann. Es gibt also Höhlen, wo ihr mit dem Schiff reinfliegen könnt. Es gibt Höhlen, wo ihr mit dem Fahrzeug reinfahren könnt. Aber ich sag mal so, wo ein Fahrzeug reinpasst, passt die Cutter eigentlich auch rein. In den meisten Fällen. Na, in den meisten Fällen. Ja, guckt euch an, die Ausbeute ist gar nicht schlecht, oder? Die Ausbeute ist wirklich nicht schlecht. Ich würde sagen, wir fliegen nach Port Tressler, verkaufen die ganzen Rüstungsmist, den wir nicht behalten wollen. Ich würde vielleicht sagen, wir behalten mal ein Undersuit, die Rüstungen, vielleicht einen Helm hier, den und die Getränke und Einsatz Multitool mit aufsetzen. Aber den Rest an Rüstungen würde ich sagen, verkaufen wir. Gucken wir mal, wie viel Credits wir da noch verdienen. Also wir haben ja 3000 fürs Päckchen gekriegt. Ich sag, wir machen jetzt bestimmt nochmal 10. Nur mit dem Verkauf von Gedöns. Also es lohnt sich schon, ne? So, weg hier. So, Port Tressler. Da wollen wir hin. Da wollen wir uns ausloggen und verkaufen. Können wir das direkt anspringen? Jo, cool. Und ab geht die Reise. Wo ist es? Port Tressler, hallo? Hä? Bin ich jetzt ganz gaga? Oh, das ist die Hauptstadt. Das heißt, es muss ja hier irgendwo sein. Da oben. Lol. Völlig verwirrt. Die anderthalb Wochen Pause haben mir nicht gut getan. So. Drehen wir uns mal direkt richtig rum, ne? Tanken wir auch direkt auf. Ist das Schiff auch wieder fertig? Bereit? Ach ja. Es kann so schön sein, ne? Außerdem kann wirklich so schön sein. Und einen manchmal so hart nerven. Please proceed to sign landing bay.
durch die Mitte, würde ich sagen. Und willkommen im Trestler oder auf Port Trestler. Wir schauen mal, ob wir reparieren können. Das ist ja manchmal immer so ein bisschen problematisch. Dann will der Server das nicht. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, nein. Immer noch nicht. Bitte voll machen. Bitte voll machen. Nee. Macht er nicht. Okay. Soll uns nicht weiter stören. Wir sind ja noch quasi voll. Ich hatte nur gedacht, komm, dann ist das schon mal erledigt. Aber es ist nicht so dringend. Wir laden mal eben um, also aus dem Fahrzeug. Wir haben hier noch ein bisschen Aphorit, vielleicht können wir das auch verkaufen. Den nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das tun wir weg. Rot tun wir weg. Den tun wir weg. Hose, Rüstung, Rucksack würde ich sagen, behalten wir. Den tun wir weg. Den tun wir weg. Den tun wir weg. Das tun wir weg. Das splitten wir, teilen das auf. Dann kommt eins weg. Das splitten wir, teilen das auf. Dann kommt eins weg. So, dann haben wir Getränke haben wir an Bord. Wir haben nochmal eine... Ja, bis auf Arme haben wir nochmal eine Ausrüstung dabei. Multitool mit Traktorbeam und Heilungsattachment. Ist ja auch ganz wichtig. Wir haben wir eine Medpen mit? Eine Medgun? Ne, wir sollten auf jeden Fall noch eine Medgun kaufen. Bevor wir in die Höhle marschieren. Ja. Ich würde sagen, da sind wir doch eigentlich gut ausgerüstet und gut vorbereitet. Wir lassen das auch an Bord. Bedeutet aber wiederum, wenn wir dann beim nächsten Mal in der Höhle sterben sollten, müssen wir das Schiff claimen, weil ich habe nur dieses eine. Wir können also nicht dahin zurückfliegen. Und dann ist natürlich alles weg, was an Bord war. Aber das Risiko würde ich, glaube ich, eingehen. Ich hoffe ja, dass wir jetzt ein paar Credits für die Klamotten bekommen. So, dass wir im Notfall uns nochmal neu ausrüsten können. Und dann, ich sag mal, der Verlust nicht so hoch ist. Beziehungsweise der finanzielle Schaden, den wir dadurch haben. Ja, später wird das nicht mehr so einfach sein, wenn der Tod ja Konsequenzen hat, wie es ja an Star Citizen sein soll, irgendwann. Dann wird man, ich sag mal, durch den Selbstmord mehr oder weniger nicht so leichtfertig hinnehmen. Da bin ich mal gespannt, wie dann diese Rettungsmissionen später aussehen werden. Wir können ja auch ein Rescue Beacon schalten, wenn wir sterben sollten oder uns verletzen in der Höhle. Aber das kann durchaus eine sehr lange Zeit dauern, bis da jemand kommt. So, wir gucken mal, ob wir das Aphorit verkauft bekommen. Hier. Aphorit verkauft für 720. Geht nicht. Ja, dann müsst ihr es einzeln verkaufen. Warum das so ist, ich kann es euch nicht sagen. Aber wenn ihr manchmal hier nicht alles verkauft bekommt, dann verkauft einfach weniger. In kleineren Schritten. Das geht meistens dann auf jeden Fall. Ist halt ein Bug, ne? So, hier könnten wir eventuell die Hose und die komische Klamotte verkaufen.
kaufen. Ja. Nochmal 390, nochmal 240. Dann gehen wir nochmal runter ins Cargo-Deck. Da sollten wir die Novikov-Rüstung gut verkaufen können oder den Helm davon. So, Frachtzentrum. Sorry, ich habe hier gerade irgendwie so ein Tastatur-Lag. Keine Ahnung, wahrscheinlich geht die Batterie leer. Muss ich gleich mal tauschen. So, hier könnt ihr verkaufen. Ja, hier 6300 nur für den Helm. Kann man machen, oder? Dann 480 für den. 300. Jedes Mal bestätigen, ne? 480 einmal für Multitool, das können wir verkaufen. Ne, ihr seht, es bringt alles Credits, also lasst nichts liegen. Lasst nichts liegen. Mein Gott. Und das war's. Guck mal hier nochmal rein ins Inventar. Leer. Alles leer. Ja, ihr Lieben. Das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal einer Höhle widmen. Mal schauen, ob wir da reich werden, beziehungsweise ein paar schöne Diamanten finden, die uns doch den einen oder anderen Credit versprechen. Ich schaue mal nach. Entweder machen wir es via Mission oder wir suchen uns, oder ich suche uns eine schöne Höhle raus und die triangulieren wir wieder dann über die Navigationswebseite. Und ich hoffe, wir werden fündig. Freunde, wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Das ist für euch völlig kostenlos und würde mich wirklich unterstützen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal auch wieder mit ein. Mein Name ist Sebaus. Ich bin raus.